Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, mir ist inzwischen aufgefallen, dass mir ein Orden fehlt, und zwar der dritte. Irgendwie ist der, keine Ahnung. Ich habe nachgegoogelt und weiß, wo ich ihn übersehen habe. Das war der Donnerorden in Urania City. Und bevor wir hier weitermachen, wollen wir die auf jeden Fall mal klären. Urania City befindet sich genau hier. Tja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Da wollen wir jetzt aber als erstes hin, und wenn wir das schaffen, können wir endlich außerhalb des Kampfes Fliegen einsetzen. Ja, ein bisschen doof gelaufen. Keine Ahnung, wie ich die Arena da übersehen habe. Sachen passieren. So, wir haben ja hier das meiste an, zumindest an den Leuten hier oben, besiegt. Das sollte ja ganz schnell gehen. Ohne dass uns ein Tintache angegriffen hat. Ist das nicht schön? So, Fuchsania City, wo kommen wir denn am geschicktesten rüber? Müssen wir wieder über den Radweg und danach rechts, oder? Na, hier wird es bestimmt auch eine Verbindung geben. Ach, da hat das fette Relaxo gechillt. Okay, dann können wir einfach hier nach rechts gehen. Durch die Vogelsammler durch, haben ja da auch wahrscheinlich die meisten inzwischen besiegt. Und dann schalten wir ganz kurz den Arena-Leiter aus. Wird kein großes Unterfangen. Unser Glurak ist inzwischen so stark, und das war die dritte Arena. Und sind noch Elektro-Pokémon. Das wird was werden. Vertraut mir da einfach so. Vor dem Blutzug mussten wir fliehen und wir müssen weiterziehen. Hey, auf dem Wasser ging das doch so gut. Wieso greift ihr mich jetzt an? Sei doch mal ein Shiny-Blutzug. Dann würde ich nicht fliehen, sondern würde ich als Freund hinzugewinnen wollen. So. Oh, ich könnte auch mein Rad rausholen, so langsam wie es angebracht. Ah, dich haben wir noch nicht. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf, los. Was bist du denn für einer? Ich hätte jetzt gedacht, du bist auch so ein fetter Biker, wie wir auch schon öfter gesehen haben. Ein bekifftes Mogon. Deswegen, Kinder, nie die Abgase einatmen. Auch wenn es an der Tankstelle ab und zu mal angenehm riecht, manche mögen das, unter anderem ich, nicht hinriechen. Das ist erstens relativ ungesund, und zweitens sieht man dann so dämlich aus wie Smogon hier. Weg damit. Und so giftig wird es dann auch. Also das sollte man echt nicht tun. So. Ein Schleimer. Dem drückt man doch einen Flammenwurf rein. Level 26. Das hat keine Chance. Wäre cool, wäre das letzte Pokémon jetzt ein Schleimmock. Also, so varietéfreudig, variationsfreudig ist das Spiel nicht. Noch ein Smogon. Ich wollte doch mein Pokémon nicht wechseln. So, Flügelstark. Müssten ja nicht immer unsere Kehle beanspruchen. So. Und Level 66, das läuft ja wie geschmiert hier. Und Darius wird besiegt. Ah, hau bloß ab. Und der Hilfe-Button wieder. Bin echt nervös am Controller gerade. Nein, hier komme ich doch gar nicht durch. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Ja, such dir einen anderen. Du hast doch ein schönes Motorrad. Fahr doch damit ein bisschen rum. Macht Spaß. Oh, Schleimer. Da kenne ich keine Gnade. Bevor mich das wieder vergiftet, ein Flammenwurf. Und dann wahrscheinlich zwei Smogons. Nee, noch ein Schleimer. Slimer. Ich werde immer noch überrascht. Nicht immer zum Positiven. Wie in dem Fall hier. So, weg mit dir. Schlitzer war anscheinend auch eine okay Wahl. Und noch ein Smogon. Boah. Flügelschlag. Ich frag mich jetzt, ob hier über mir war ja ein Baum, den ich zerschneiden konnte. Ob das einfach eine Abkürzung ist oder einfach dämlich, dass ich hier lang gelaufen bin. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus. Ja, ich möchte auf jeden Fall den Zerschneider hier einsetzen. Und nur ein Grasfeld. So ein Mist. Ah, Abkürzung. Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen, das zu laufen, weil die Animation so lange dauert. Ist egal. Wir haben uns Mühe gegeben, das muss auch für was zielen. So, dann war es, glaube ich, einfach hier lang.
Oh, bis jetzt läuft's ganz gut. Da unten, nee, die machen sich zu breit. Ach, ich glaube, das ist auch wieder eine Sackgasse. So ein Mist. Ja. Und Blutzug. Ich hab's beinahe befürchtet. Weg mit dir. Komm wieder, wenn du 20 Level mehr hast, dann lohnt sich's mit dir zu kämpfen. Okay, das war hier völlig sinnlos lang zu gehen, dann hier lang. Wieso habe ich dich noch nicht besiegt? Wow, deine Orden sind super cool. Ja, ich hole mir gerade den dritten Orden, der mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Arena nicht gesehen und dann so verpeilt, dass ich die nicht aufgesammelt hat. Hat mich die letzten Male tatsächlich schon gewundert beim Login-Screen hier im Spiel. Das seht ihr immer nicht, aber da steht ja Spielzeit und Ordenanzahl dran und das hat in letzter Zeit nicht mehr so wirklich gepasst, weil ich weiß, es sind noch zwei Arenen vor uns, die siebte und die achte. Jetzt stand da aber seit einigen Folgen, ich habe nur vier oder fünf Orden, das ging nicht ganz auf, deswegen habe ich mal intensiver nachgeforscht, was denn da schiefgelaufen ist. Und ja, ist was schiefgelaufen, aber nichts, was sich nicht korrigieren lässt. Aus dem Weg, Geringverdiener. Also, ich bin auch ein Geringverdiener. Ist egal. Aus dem Weg, ihr anderen Geringverdiener. So. Da haben wir eine Profi- oder Superangeln bekommen. Das fand ich super oder profimäßig. So. Das müsste jetzt Urania City eigentlich sein. Wo ist denn hier die dämliche Arena? Also, hier nach Route 11. Kann doch einfach nicht sein, dass ich eine Arena übersehen habe. Vielleicht ist sie komplett versteckt oder so. Hier Urania City. Hier ist keine Arena. Ah. Ja gut. Wenn sie sich hier unten versteckt, was kann man da machen? Hier könnte man auch Surfer einsetzen. Weiß gar nicht, wo man da hinkommt. Ist egal. Eins nach dem anderen. Die Arena müssen wir auf jeden Fall noch meistern. Hey, warte, du Champion in Spe. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den Blitzschnellen. Arena-Leiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Oh nein, Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Achso, das Elektro-Rätsel. Nichts, bloß Abfall. Bloß Abfall. Ein Hebel. Yay, das erste Schloss wird in... No. Hey, habe ich das wieder verriegelt? Das war ja dämlich. Okay, erstes Schloss wird entriegelt. Nein, es wird wieder verriegelt. Ich sollte B hämmern. Okay. Erstes Schloss entriegelt. Okay, dabei bleibt's. So, du Kapitän. Das hier ist kein Spielplatz. Sicher. Macht aber Spaß, hier zu sein. Ein Leichtmatrose. Und was hast du? Ein Raichu? Nein, ein Pikachu. Ja, das ist auch nicht schlecht. Auf Level 21. Ich glaube, das werden wir schaffen. So eine ganz gute Vorahnung habe ich hier. Nein! Ach Mist, da muss man echt Flammenwurf einsetzen. Bin ich wieder paralysiert? Ah, so viel Flammenwurf habe ich doch gar nicht. Komm schon, Schlitzer. Vielleicht habe ich ein Para-Heiler in der Tasche. Wunderbar. Wow, du hast mich überrascht. Warum das denn? Dass ich hier mit dem Level 66er Glurak aufmarschiere? Ja gut, das finde ich auch überraschend. Keine Ahnung, wie es mir passiert ist, euch zu übersehen. Para-Heiler. Einen habe ich. So. Oh, das sieht ja cool aus. Wusste nicht, dass es hier auch so eine Animation gibt. Haben sich ja Mühe gegeben bei dem Spiel. So, was haben wir dann hier? Bloß Abfall. 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 Okay. Schloss wird entriegelt. Und der andere muss dann hier sein. Nein. Okay, war es dann hier? Bloß Abfall. Bloß Abfall. Ja. Erstes Schloss. Und nächstes Schloss. Mist. Kann man das irgendwie mit Verstand angehen?
Blues, Abfall, Blues, Abfall, Abfall, Abfall. So viel Abfall. Hey, ein Hebel. Schloss wurde entriegelt. So, und dann haben wir eigentlich noch den hier. Bloß Abfall. Mist. Bloß Abfall, bloß Abfall. 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 Hebel. Wieso wandert der Hebel denn? Ach Mist, jetzt werden wir attackiert. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Na, das wollen wir mal sehen. Ich bin ganz gut, was Feuer angeht. Schauen wir mal, was hier effektiver ist. Ein Voltoball. Da will ich mich nicht wieder mit Paralyse anstecken. Flammenwurf. So viel Gegner haben wir ja nicht, das soll gut gehen. Wunderschön. Und ein Magnetilo. Komm schon. Und Flammenwurf. Hey, wieso ist das so grün? Ist doch kein Shiny. Das sieht vielleicht wegen dem Licht so aus. Wieso ist das grün? Ist egal. Hat nicht geblinkt, also denke ich nicht, dass es ein Shiny war. Ein Kurzschluss! Ja. Du Leichtgewicht. Ah! Ah! Brute Force klappt doch immer, oder Trial and Error, wie ihr es auch nennen wollt. Major Bob war mein Ausbilder. Du bist doch älter als der, oder? Na, das macht ja eigentlich nichts. Man kann als ältere Person auch jüngere Ausbilder haben. Nur das klang bei ihm irgendwie so komisch. Naja, Flammenwurf, bevor wir wieder paralysiert werden. Bietet sich das doch an. Sehr schön. Wiedersehen, Pikachu. Auf nimmer Wiedersehen. Und Claudio wird besiegt. Stopp, du bist zu gut. Ja, mit dem Geld. 3300, das brauche ich. Hey, du siehst aus wie Rocco mit blonden Haaren. Zumindest hier als Ding. Hey, Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance. So viel ist sicher. Ich werde das Fressbrett nicht so voll nehmen. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das Gleiche steht dir nun bevor. Was für Pokémon-Feldzüge? Und wieso gab's da noch kein Spiel? Das sieht ja echt aus wie so ein Armeetyp. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Und er heißt Major, gut. Gut, da hätten wir drauf kommen können. Naja, mit wie alt bin ich inzwischen? Mit 28 lernt man anscheinend auch noch Dinge. Ist das nicht schön? Bitte doxt mich nicht mit meinem Geburtsdatum. Ein Pikachu. Könnt damit nichts anfangen. Hab's Datum ja auch nicht genannt. Nur das Alter. Das fast richtig ist. Sehr gut. Und auf Wiedersehen, Pikachu. Und ein Raichu. Weiß nicht, ob man das schon mal gesehen haben. Ich glaube ja. Vielleicht auch nicht. Ein komisches Pokémon. Ich will, dass mein Pikachu ein Pikachu bleibt. Will kein Raichu. Nein. Hilfe-Button. Die schlagen zurück. Und Major Bob wird besiegt. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerbalken. Den Donnerorden. Donnerbalken wäre ein Klo. Das wäre auch praktisch. So langsam müsste ich mal. Bin hier schon 14 Stunden unterwegs laut Spielzeit und ja. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. TM34, ist es Paralyse? Nee, gibt's hier nicht. Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Dankeschön, Firma dankt und all das. So, endlich können wir Fliegen einsetzen. Das heißt, wir braten uns einen Storch. Und was ich damit meine, wir fangen uns ein Zapdos. Wenn es sich denn fangen lässt, wenn es da ist. Aber wir versuchen's. Hallo, wo kann man hier eigentlich hin? Als Surfer würde ich auch gern mal probieren hier. Vielleicht jetzt noch nicht. Ach, wir können Fliegen einsetzen. Vielleicht geht's da auch nicht arg weit hin. Erstmal hochheilen lassen. Dankeschön. Gut machen Sie das.
Ja, da freut sich das Glurak. Die anderen langweilen sich, glaub ich, schon ein bisschen. Die sind nicht wirklich am Team beteiligt. Die sind praktisch... Wäre das eine Fußballmannschaft bestehend aus einer Person, wären das die Reservespieler. Glaub nicht, dass die so angetan sind. Oh je, ein Tintacher. Und dann noch auf Level 13. Schnell weg hier. Die Qualleninvasion ist wieder da. So. Dann wollen wir mal fliegen. Wer kann fliegen? Tauboga kann fliegen. So, wo ist das E-Werk? Ja, ich kann überall hinfliegen. Ist das schön. Ich erinnere mich gar nicht an die Fliege. An das Fliege-Icon hier. Seltsam. Mondberg. Müsste doch in Azuria City gewesen. Nee. Das war nicht beim Mondberg. Das war beim... Oder war das beim Mondberg? Wir schauen nach. Wir werden es rausfinden. Doch, irgendwie da oben. Und dann müsste es weitergehen. Und hier links kommen wir ja jetzt mit Surfer eigentlich auch weiter. Die Team Rocket Kinder wurden hier besiegt. Wir können... Nee. Ein Objektiv nach dem anderen. Ein Objective, wie Major Bob sagen würde. So, hier hatte ich noch Motivation gegen alle zu kämpfen. Die haben wir alle besiegt. So, nee, das war definitiv nicht hier. Ich erinnere mich zumindest, dass es nicht hier war. Wir werden es finden. Oh, habe ich das Item hier eingesammelt? Das sieht so verdächtig aus. Ja, habe ich eingesammelt. Da hat die Bodentextur nicht zur umliegenden Bodentextur gepasst, beziehungsweise war einfach ein Schatten, den das Item normalerweise abgeworfen hätte. Auch interessant, dass die nicht verschwinden. Die Technik war vielleicht noch nicht so weit. So, hier unten müsste es ein Mew oder Mewtwo geben. Aber erst, wenn wir die Top 4 besiegt haben. Da können wir noch überhaupt nicht rein. So ein Mist. Aber vielleicht irre ich mich und wir kommen doch rein. Von hier unten können wir auf jeden Fall wegfliegen. Da ist ein Arschtrainer, ein Astrainer. Die Azuria-Höhle. Dort leben extrem starke Pokémon. Nur außergewöhnliche Trainern wird der Zutritt gewährt. Du musst stark genug sein, um der Pokémon-Liga Champion zu werden. Und du solltest bereits Großes geleistet haben. Ich habe bereits Großes geleistet. So, das... Oh, wer ist da denn? Ich bin hier, um Pilz-Pokémon zu fangen. Ja, dann belästige doch nicht mich. Was will ich mit deinen scheiß Pilz-Pokémon? Ein Paras. Ist das überhaupt ein Pilz? Ja, gut. Hat zwei Pilze drauf. Kann man schlecht gegen argumentieren, würde ich sagen. Flammenwurf. Sehr schön, sehr schön. Komm schon. Ich will einen Zapdos. Du hilfst mich nur auf. Gut, eigentlich hält ich mich selbst auf, weil ich zur falschen Stelle geflogen bin. Ich glaube, das war auf der anderen Seite vom... Aber auch nicht vom Mondberg. Das war doch dieser... Beim Felstunnel war das. Da ist eigentlich auch ein Pokécenter. Oh, wo war das denn? Ich muss nachdenken, bis wir wieder fliegen können. Ein Parasek. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Nee. Und das leuchtet ja auch so flammenrot, obwohl es Flammen überhaupt nicht ausstehen kann. Ciao. Glurak erhält 849 E-Punkte. Das ist doch schön. Adelheid wird besiegt. Ach, Pilz-Pokémon sind ja so süß. Das finde ich jetzt nicht, aber irgendwer muss die lieb haben. Genauso wie mich. So, wir fliegen an die richtige Stelle, die wir rausfinden müssen. Mondberg war es nicht. Felstunnel, ich könnte schwören. Kraftwerk, da ist es doch. Was bin ich denn so doof manchmal? Ich weiß es selbst nicht. So, dann einmal hier nach oben. Nicht durch das Gras, sondern einfach hier. Dann aufpassen, dass wir wieder von heimtückischen Tentachas angegriffen werden. Hui. Nein, hoffentlich kein Tentacher. Grad ist eins genau hinter mir, oder? Gut, das ist genau vor mir, aber das Prinzip bleibt bestehen. So, einmal ins Kraftwerk rein. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nee, danke. Lass mal stecken. Oh, ein Glurak. Mach's fertig, Glurak. Du hast ein Rihorn.
Das ist doch Stahl. Und Stahl mag Feuer so überhaupt nicht. Liege ich richtig, liege ich falsch? Nicht sehr effektiv. Okay, ich lag falsch. Aber gereicht hat's trotzdem. Was hab ich denn da in meinem Kopf? Oh, ein Schlurp. Letztes Mal habe ich mich über ein Pokémon mit Zungen gefreut. Hier ist eins mit der größten. Flügelschlag. Ach, ein cooles Pokémon. Und ein lustiges Pokémon. Und ein sehr besiegtes Pokémon. Naja, macht nichts. Ja, du hast nichts gemacht. So, Kraftwerk. Heimstätte von Zapdos. Wollen wir einmal sichern. Spielzeit 15 Stunden, 15 Minuten. Davon ist natürlich nicht alles auf Video. Viel habe ich auch fürs Training verschwendet. Na gut. Kraftwerk. Komm schon, Zapdos. Top-Trank, den werden wir brauchen. So, und was greift mich hier an? Ein Voltoball. Sehr schön, dann ergreift man doch einfach die Flucht. Und dann setzt mal vielleicht einen Schutz ein, wenn ich eins finde. Ein Magnetilo habe ich noch nicht und das leuchtet auch so grün. Ist also definitiv kein Shiny. Sonst hätte es hier so eine schöne Shiny-Animation gegeben. Komm schon. Nein, war doch ein Hyperball. Nein, keine Donnerwelle. Das paralysiert mich doch und ich habe keinen Paraheiler mehr. Bist du ein Arsch? Nochmal Hyperball. Ich weiß echt nicht, was ich sonst machen soll. Ich hätte Paraheiler kaufen sollen. Ich hab's gewusst. Was ist das? Ich kann dich mit meinem Glurak nicht leicht an... Doch, ich hab eine Flügelschlagattacke. Das ist sehr ineffektiv. Ja! Wieso nicht gleich so? Achso, das kennt eh keine andere Attacke außer Donnerwelle. Egal. Jetzt kannst du dem Hyperball hoffentlich nicht widerstehen. Komm schon. Na, das sieht besser aus. Das ist immer das Problem, wie fängt man Pokémon gescheit, wenn man so massiv überlevelt ist. Normalerweise gibt es auch Attacken, die es leichter machen und da ein HP übrig lassen, aber die habe ich nicht. Also, Pokémon-Eintrag. Es bewegt sich schwebend. Seine Magnete an den Seiten entladen eine Donnerwelle nach der nächsten. Ja, das habe ich gemerkt. Kein Spitzname. Vielleicht habe ich noch eine Beere gegen Paralyse. Eine Option wollte ich ja nicht. Beutel wollte ich. Hat hier nicht mal denselben Anfangsbuchstabe. Öffnen. Paralyse einmal. Okay. Hier, Glurak. Mampf, Mampf, Mampf. Sehr schön. Und dann einmal Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. Schatten, Elixier, Schutzband. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Geben, Glurak. Och, dann. Ja, gut. Münzamulett kommt mal weg. Und Schutzband tut hoffentlich das, was ich erwarte. Nur das Zapdos, das darf nicht abhauen. Oh, was greift uns denn jetzt an? Ein Voltoball. Da können wir zum Glück fliehen. Das haben wir ja schon längst gefangen. Flucht. Nein. Vielleicht bringt das Schutzband auch nichts. Vielleicht ist es irgendwie, dass der Verteidigungswert steigt. Ich hätte das genau lesen sollen. Gefühlt bringt es nichts. Aber hier sind zwei Items. Nein. Das will ich auch haben. Flügelschlag. Mist, wäre mal wieder paralysiert. Ist egal. Das ist es wert. Ultraschall. Lass das, du Arsch. Flügelschlag. Ich glaube, das reicht jetzt. Superschall. Sehr gut, geht daneben. Beutel. Kein Carbon draufwerfen, einen Hyperball draufwerfen. Komm schon. Werde mein Magneton sein. Ja. Endlich klappt mal was auf Anhieb. Neuer Eintrag im Pokédex. Na, was steht denn da?
schließen sich mehrere Magnetilo zusammen, entsteht dieses Pokémon. Es entlädt kräftige Hochspannungsmagnetwellen. Davon habe ich diesmal nichts gemerkt. Und rein in Bills PC. So, was bist du? Schutzschild! Ach, das kann natürlich sein, dass das jetzt ein Voltoball ist. Ne, Elixier. Das ist gut. Okay, mein Schutzband bringt definitiv nichts, aber ich habe kein anderes Schutz-Item. So, dann einmal die Flucht ergreifen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, greif mich doch nicht so oft an. Also nächstes Mal müssen wir im Supermarkt auf jeden Fall Schutz und ein paar Paraheiler kaufen. Obwohl nur Schutz. Nur Schutz. Komm schon, wieso ist es denn hier so groß? Waren wir da oben schon? Ja, glaub hier, komm mal hier. Mensch, hab ich eine Orientierung. So, dann nochmal fliehen. Geht immerhin ein bisschen schneller. Verschwendet keine Attacken. Aufleveln können wir allerdings nicht. Das ist der Trade-off. Noch ein Magnetilo. Habe ich, glaube ich, noch nie eine Shiny-Form von gesehen. Wie sieht die denn aus? Google ich danach mal. So, was haben wir hier? Ein Pokémon. Ein Elektroball, leck mich doch. Was magst du denn nicht? Flügelschlag wahrscheinlich. Ist nicht sehr effektiv wie bei den anderen Elektroviechern. Sehr schön. Funkensprung. Muss das sein. Sehr effektiv auch noch. Wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen Flugvieh bin. Hyperball. Ne, komm. Nein! Werd doch gefangen. Setz du einfach Walzer ein, du Mistkerl. Du brutaler Mistkerl. Ich will dich doch nur fangen. Die bräuchten hier so Chloroformbälle. Dann wird das Pokémon noch ein bisschen betäubt werden. Ich schlag's den mal vor. Soll ins nächste Pokémon-Spiel rein. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Falsch angefangen. Mit zu viel Elan. Es explodiert schon bei kleinsten Reizen. Sein Spitzname, die Bombenkugel, spiegelt die Furcht der Menschen wider. Nein. Ich glaube, die Bombenkugel wäre zu lang für Spitznamen in der Generation. Und der ist eigentlich perfekt, da fällt mir nichts Besseres ein. Ein Pikachu. Schau, Pikachu, ich hau ab. Oh, ich brauche unbedingt Schutz. Ich werde hier viel zu oft attackiert. Nein, lasst mich doch einfach weitergehen. Und Flucht. Nur die Flucht hilft da manchmal. So, ich glaube, hier oben kommen wir weiter. Ja, so ein schönes Pokémon, das Pikachu. Flucht. So, dann komm. Nicht angreifen. Nein. Greift mich doch nicht an. Das Pikachu lässt aber nicht locker. Ist wahrscheinlich nicht immer dasselbe. Die tummeln sich ja einfach. Ratten des Kraftwerkes. Aber süße Ratten. Nein, lasst mich doch einfach durch. Nicht schon wieder, du. Du bist zumindest ein anderes. Du bist 2 Level niedriger. Flucht. So, was haben wir hier noch? Wahrscheinlich noch ein Elektroball. Ein Donnerstein. Ja, können wir vielleicht doch einen Raichu machen. Ja, und das greift mich an. Wie heimtückisch. Ja, dich haben wir schon. Dich braucht man nicht mehr. Du kannst wieder da als Ball rumliegen. Ich hau lieber ab. Oh, ist auch abgehauen. Na gut, dann sind wir wahrscheinlich beide in entgegengesetzte Richtung abgehauen. Das ist doch schön. Sah bestimmt witzig aus. Zumindest im Anime stelle ich mir das witzig vor. Ist egal. Das hier ist kein Anime, das ist der Ernst des Lebens irgendwie. Na komm, lass mich doch in Ruhe. Oder packt hier zumindest noch ein paar Pokémon rein. Das waren jetzt 3 Stück, oder wenn wir fair sind, waren es 4. Das andere waren nur Elektrobälle. So, hier muss es doch irgendwo... Da ist es ja! Ich hab das Zapdos schon gesehen. So.
einmal Flucht, du bist angekommen. Und das wird definitiv unser Elektro-Pokémon. So, hier würde ich auf jeden Fall mal speichern. Ich mache das jetzt nicht so oft, bis das ein Shiny wird, aber ich denke, das reicht schon für die Episode. Dann wissen wir gleich, was wir nächstes Mal zu tun haben. Das Fangen kann nämlich ein bisschen dauern. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.